Ah, Poki kommt gleich noch dran. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Oh. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Okay, Zeitung, Alfred und Mattis. Mattis, Alfred. Ah, cool. Ach, die kann ich auch alle nehmen. Okay. War da nicht noch ein vierter? Ah, ne, ist nur raus. Okay. Interesting. Achso, warte, ist da auch Poki? Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mattis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können. Dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Das ist doch fies. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Stellt euch mal vor, bei der Gradzahl da draußen, die essen da Eis und wir dürfen nicht. Das ist doch fies. Also, ich finde das sehr fies. So, Poki und hier? Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey da durch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja, viel Spaß beim Erkunden. Ja, okay. Dann sprechen wir Edna mal auf die Sachen an, die wir hier gesehen haben. Regentonne? Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Da ist halt eine Tonne. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Nachbarn? Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Hm. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los! Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Oh. Da ist doch was oberfaul. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Ist das das Gleiche? Schieß los. Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut. Okay, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Das heißt, ich hätte nur eins von beiden nehmen müssen. Okay. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden.
Es gab mal eine Liesel, die hatte viele Doggen. Okay. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Aha. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Ah. Ich guck gleich. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Okay, warte, erst gucken. Wirklich. Kein Dreck unter dem Rand, sie selbst. Du bist ein Teil von mir, wenn auch nicht der sauberste. Okay. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als ich die Hintergründe gezeichnet habe, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Oh, Spoiler doch nicht. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ja, nehmen wir eben nicht krumm, ne? Schlimm, wie er die Klappe nicht halten kann. Ja, ist richtig. Und ich mache es jetzt schon zum Ende, also wenn ich so alles durch habe. Das heißt, wir müssten jetzt da noch hoch, ne? Machen wir erstmal mit Harvey. Ah, cool. 3 Stück. Wir haben Schrauben. Wir haben ein Schlüsselloch. Und wir haben eine Klinke. Und wir haben raus. Gehe zu raus. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Okay. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Okay. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Ich habe eine schreckliche Idee, aber... Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja, ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen, ich bringe uns hier raus. Okay, und was ist, wenn Edna da hochgeht? Ansehen. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Ja, cool. Wow. Das ist unsere alte Küche. Jetzt krieg ich Hunger. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Okay. Die Türklinke verspottet mich. Dann rede doch mal mit ihr. Du wirst mich nicht aufhalten können, böswillige Klinke. Harvey hat mir versprochen, dass wir hier rauskommen. Und ich vertraue ihm. Da ist ja was Grünes im Topf. Warte, wo? Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow. Ah. Das ist unsere alte Küche. Pflanze. Ach, da. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren.
Rede mit dem Schlüsselloch. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Rede mit den Schlaus. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Also wie gesagt, ich habe eine sehr kuriose Idee, aber ich probiere es erstmal mit. Die Gesetze der Hebelkraft verraten mir, dass das vollkommener Unsinn wäre. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen einer Harke und einem Schlüssel. Das ist richtig. Die eignet sich primär zum Laubhaken und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Okay, ich kenne die Dedelic-Logik ja zum Glück. Ich probiere es. Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Oh. Halt, stopp, noch nicht zurück. Ich habe ja an dem Rahmen fest. Ja. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Ja. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Das heißt, theoretisch müssten wir da jetzt wieder... okay. Die haben mein Zimmer kopiert. Ich hätte Nähnchen. Ja, ich hab's eventuell auch ein bisschen kaputt gemacht, tut mir leid. Okay. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Aber das erklärt mir immer noch nicht, wie ich hier rauskomme. Schön. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Ja. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Unwahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ich hätte eine Idee. Geht's zur Zelle? Kann man nicht sagen, dass es irgendwie zu kalt ist oder so jetzt? Probieren wir mal. Hey! Hallo! Sei ein bisschen demoliert. Na, Süße, was gibt's diesmal? Erstmal gucken. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Nee. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Oh. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Konstruktiv umgestaltet. Passt wohl eher. Ah, jetzt ganz raus wollte ich aus dem Gespräch eigentlich nicht. Hallo! Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich möchte das da. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Okay. Dann,
Umgedrehte Psychologie? Passt das vielleicht? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Mensch, schließlich. Wer will bin das ich nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Okay. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Stiesel und Sohn. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Okay. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Soll ich mal böse sein? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Ha, umgedrehte Psychologie klappt auch immer. Ha. Geil. Ja. Ventilator. Komme ich da jetzt so durch? Nee. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Okay. Der muss auch noch weg. Ja, Frage ist wie. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und... Hep! Ah, cool. Hab ich den jetzt? Nee, schade. Naja, dann gehen wir mal nach circa einer Stunde in den Schacht. Aha, cool. Gucke mal. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Warte. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als tausend Worte. Lol. Warte, bevor ich hier rausgehe. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Warte, anzüglich? Warum? Die krabbelt hier doch nur durch. Und die Unterwäsche passt zu ihren Haaren, also, mein Gott. Ist doch egal. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre.
Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Okay, dieses Anzügliche muss an dem Hasen liegen, ja. Das ist richtig. Weil der hier so schleift wahrscheinlich. Das Bild hier unten finde ich ganz cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Alcatraz. Mal gucken. Ah, cool. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Da kommt man bestimmt dann auch irgendwie rein. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Ja, ist keiner mehr. Genau. Geh zu Rohr. Kann ich auch machen. Okay. Haben wir hier noch was? Außer Rohr. Kann man das nehmen? Fest. Okay. Kann ich den benutzen hierfür? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Ha. Langsam werde ich richtig gut darin. Grauen und Wahnsinn. Oh, danke. Und jetzt steht versteckt erstmal alle dafür. Das heißt, ich kann da jetzt rein, aber ich will jetzt erstmal Poki. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlsen Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Lol, ja, das ist wirklich cool. Wollen wir mal ins Büro? Ich glaube ja. Ah. Oh, hier haben wir einiges. Gucke mal. Erstmal angucken. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Kruxi, einen wunderschönen wünsche ich dir. Vor allem, wie groß der Ausbrecher gewesen ist, ja. Das ist richtig. Ziemlich groß, ja. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt eine Tochter, Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Aua, nicht schlecht, ne? Also... Okay, kann ich nicht mitreden, kann ich nur rausgehen. Kann ich jetzt mitreden? Mit Lügnern rede ich nicht. Wie schlumpft's? Naja, ganz gut. Hoffe bei dir auch. Der Pussy Bear Observer. Was für ein Zeitungsname, ja. Ja, ist, also, das ist die Bild von heute. Oder von damals, oder wie auch immer. Oh, ganz viele Fotos. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Okay. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Okay. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf.
Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Also ich würde jetzt sagen, es ist schade, dass ich die Fotos nicht sehen Lexikon, kann. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Und ganz dumm bist du ja nicht, ne? Du bist ziemlich hässlich mit deinem Gegrinse. Na und? Ich habe Bonbons bekommen. Und ein Fahrrad. Und einen Drachen. Und einen echten Piratenhut. Ach, sei doch still. Toll. Hallo, junge Edna auf dem Bild. Ich kann nicht richtig sprechen. Ah, Edna kann nicht sprechen. Sie ist nur halb auf dem Foto. Aber sie schreibt sowieso nur ab. Ah, Edna, Edna, Edna. So, still auf, du Nervsack. Okay. Hallo, Junge auf dem Bild. Hallo, hallo, Edna, Edna. Sieh mal, ich spiele, ich spiele. Du hast Hausarrest, du kannst nicht mitspielen. Nein, bitte nicht. Hör auf. La, la, la. La, la, la. Hallo, du Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Flugscheißer. Okay, was haben wir noch? Kamintür. Ansehen. Achso. Da kann ich nur rausgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Kann man mit dem reden? Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Hm. Ja, Havok, das stimmt wohl. Oh, da ist wirklich noch einiges. Ah, gucken wir mal. Erstmal den Kugelschreiber. Ein stromlinienförmiger Stift. Eden? Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Ich find das geil. Kann man den vielleicht auch nehmen? Ha! Ich habe einen Stift. Dann haben wir Schreibtisch. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug... Das ist keine Entschuldigung. Finde ich gut, finde ich gut. So, hier unten war nix. Also der Stuhl. Der Thron von Dr. Marcel. Okay, kann man mitreden? Hallo, Stuhl. Hallo, mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Kann man da weiter mitreden? Ich weiß nicht, ob ich mich setzen sollte. Ich bin doch ganz flauschig, mein Kind. Och, nee. Das Kissen ist noch ganz warm, mein liebes Kind. Bäh, ich will hier raus und mich nicht ausruhen. Jetzt hat er einen Stift. Mal sehen, wie lange die Zelle noch so weiß bleibt. Kann man da wirklich malen? Geil. Ich hoffe. Also ich rede nicht mit Stiften oder Möbeln, nur mit anderen außerirdischen Wesenheiten. die Lampe kann man nicht, den Schrank. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Reden. Hallo, ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Kann man den benutzen? Beizahlen? Achso. Okay. Dann haben wir ein Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? Huh? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Naja. Pokale.
Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Okay. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Okay. Nochmal Poloschläger. Ein Meisterstück. Eure Heiligkeit. Kann man den nehmen? Ah, nehmen. Ein Poloschläger. Das kann ich alles kaputt machen. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Ah, okay. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst. Gerade war der Spieler beeindruckt. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Wie wär's, wenn du die einfach aufmachst? Zu! Kindlich. Das macht mich rasend! Oh, kriegen wir die auf? Ein Poloschläger? Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Ah, okay. Vielleicht das? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Okay. Was? Knusper, Knusper, Knäuschen. Damit geht das auch nicht, oder? Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Ja. Mist. Haben wir da noch irgendwas vergessen? Auch Fenster. Ah. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Okay, komme ich dann mit dem Stift bei der Schublade weiter? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Okay. Poki? Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Ah. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Ja. Interessant. Interessant. Und jetzt hat er keinen Schläger mehr. Kann man hier eigentlich nebenbei speichern? Ah, speichern. So, weil ich möchte mal einmal zur Tür gehen. Mal sehen, ob ich da rauskomme.